mich jetzt an den Vorredner an, der so schöne Beispiele gebracht hat, über wie man sozusagen Frieden transportieren kann. Und es geht wirklich nicht nur um Reden. Und ich bin gerade heute mit dem Zug gefahren und 4 Stunden Zeit gehabt, um nachzudenken. Und irgendwie ist mir diese Pegida in den Kopf gekommen und dass die auch am Montag in Deutschland demonstrieren. Und dann habe ich mich gefragt, warum denn am Montag? Die könnten doch am Dienstag oder am Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder Sonntag, warum ausgerechnet am Montag? Also vielleicht ist da irgendeine Idee dahinter, die nicht ganz so nett ist, was die Leute betrifft, die am Montag einfach nur für Frieden und Freiheit dastehen. Das ist nur so eine kleine Bemerkung. Und es geht wirklich darum, wenn man für Frieden dasteht und für Freiheit dasteht, dann fängt der Frieden und die Freiheit immer in der Person selber an, also in dem Fall in mir selbst. Ich kann nicht großartig über irgendwas reden, wenn ich das selber nicht in mir spüre. Aber nicht nur im Kopf, sondern in meinem ganzen Wesen. Und wenn ich in meinem Wesen friedlich bin und auch freiheitsliebend bin, dann transportiere ich diese Message, die man nicht sehen kann, auch zu anderen Menschen, die dafür schon bereit sind. Es sind nicht alle bereit. Aber um die geht es eigentlich. Es geht darum, dass jeder von uns in der Zeit, in der wir sind, jetzt Eigenverantwortung übernimmt, sich nicht mehr steuern lässt von Medien, Politik und so weiter und so fort und anfängt, sich zu befreien von diesen Gedankenkonstrukten, von den Meinungen und. Das ist ein harter Job, weil man kämpft sozusagen gegen eine große Masse an. Aber die Leute, die in der Masse daher schwimmen, die sind im Vergleich zu dem, der diesen Weg geht, schwach, wirklich schwach. Und man muss wirklich nur, oder man kann einfach in sich ruhen. Und damit andere Leute bewegen, auch diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt da 10.000 Leute haben, die ra-ra-ra schreien und irgendjemand nachrennen und dann irgendwann später jemand anderen wieder nachrennen. Es geht nicht um Manipulation, es geht nicht um Tagespolitik, es geht um ganz tiefe menschliche Fragen des Seins, der Existenz, des Bewusstseins. Das sind ganz, ganz schwierige Fragen und die müssen wir uns alle erst wieder erarbeiten. Wir sind gerade dabei, das ist Work in Progress. Aber deswegen ist es auch so spannend und ich möchte mich bedanken, dass ihr trotz Schnee und allem Kälten und sonst immer noch hierher kommt und hier steht, weil das zeigt einfach, dass ihr, man sagt auf Englisch, Commitment habt, also dass ihr wirklich für etwas einsteht. Und das finde ich großartig und ich wünsche uns allen ein spannendes neues Jahr. Und dass wir viele Leute dazu bewegen können, auch in sich den Frieden und die Freiheit zu finden. Dankeschön.